Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Chirka, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Darf ich denn das verstehen? Seit wann sprechen die Menschen unsere Sprache? Das macht dich sehr verdächtig. Geh nicht so hastig. Also, Freunde, ich heiße Mowgli. Und ich habe eine verdammt lange Reise gemacht, um meinen Kumpel Vermilion zu finden. Du sprichst dich gerade höflich von unserem großen Anführer Vermilion. Dir werden wir es zeigen. Moment, was ist da los? Hey, Sander! Mowgli, bist du es wirklich? Kein Grund zur Panik, Leute. Das ist ein Wolf aus dem Rudel, das damals dem Boss und mir geholfen hat. Das ist schon ziemlich lange her. Oh, Sander, wie schön, dich zu sehen. Und was führt dich in unsere Gegend hier, Mowgli? Ich muss Familien sprechen. Ach was, tatsächlich? Ich muss ihn um einen Gefallen bitten. Ganz dringend. Ach. Versucht den Gegner genau auszurechnen, Jungs. Ihr müsst seine Taktik vorausahmen. Und dann geht's rund. Wenn er sich wehrt, benutzt Zähne und Krallen und geht ihm an die Kehle. Lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Oh. Schau her, Vermilion. Wir haben Besuch. Mowgli? Ja, was machst du denn hier? Lange nicht gesehen, Vermilion. Was? Ich habe euch nie vergessen können. Wie geht's denn dem Rudel? Gut. Mein Vater und Akku, Sura, Luri, die kleine Lala. Naja, und selbstverständlich Bagheera und Baloo der Bär. Wie geht's ihnen? Ach, denen geht's allen gut. Aber du fehlst ihnen natürlich sehr, Vermilion. Wieso das denn? Also die Sache ist die, ich müsste dir das alles in Ruhe erklären. Hast du ein bisschen Zeit? Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber wenn du mich bittest, habe ich immer Zeit. Das Training ist beendet, also geht jetzt brav nach Haus und übt fleißig weiter und vergesst ja nicht eure Hausaufgaben. Na schön, gehen wir. Tiere. Was denn ich? Ich soll euer neuer Anführer sein?
Wir sind alle der Meinung, dass das am vernünftigsten wäre. Akela ist nun wirklich nicht mehr der Jüngste, weißt du, und sozusagen, er ist eben schlicht überfordert. Er kann leider das Rudel nicht mehr vernünftig anführen. Naja, und nun macht leider jeder mehr oder weniger, was er will. Auch als Buntu uns bedroht hat, da wären wir beinahe von unseren Feinden besiegt worden. Und sogar bei der Jagd sind wir nur erfolglos. Oh. Alle bei uns im Dschungel sind der Meinung, dass du für uns der beste Anführer wärst. Das verstehe ich schon. Und trotzdem... Sag bitte nicht nein. Seit du weggegangen bist, trauern dir die Wölfe nach. Du allein bist der einzige Anführer, mit dem sie alle einverstanden wären. Das war schon so, als Akela noch fit war. Aber jetzt, wo er wirklich alt und schwach ist, wird das Rudel ohne dich vor die Hunde gehen. Das darfst du doch nicht zulassen, Vermilion! Wie mir die Kundschafter melden, ist in den Hügeln ein Rudel Antilopen unterwegs. Und ich werde die Jagd persönlich leiten. Akela wird uns den Weg nehmen. In erster Linie ging es bei der ganzen Verschwörung doch wohl darum, Akela als Anführer zu ersetzen. Vielleicht wäre es das Beste, Vermilion zurückzuholen. Wen? Auch wenn du meinst, dass mich das nichts angeht, ich mache mir wirklich große Sorgen um die Wölfe. Genau wie deine anderen Freunde auch. Ich möchte dich gern um einen großen Gefallen bitten. Mach dich bitte auf den Weg und hol Vermilion zu uns zurück. Was? Ausgerechnet ich soll ihn herholen? Es gibt keine andere Möglichkeit, denn das Rudel braucht unbedingt wieder einen starken und klugen Anführer. Das ist eine besondere Aufgabe, Mowgli. Na sowas, dann hat Luri also gewusst, wo ich mich aufhalte. Quill, der Adler hat es uns erzählt. Kann es sein, dass sich Luri ein bisschen verändert hat? Mir scheint fast, als wäre sie weiser geworden. Hm? Mama ist klug. Sie hatte die Idee, Buntu mit Hatis Hilfe zu vertreiben. Und sie hat sich den Schlachtplan gegen die Bande ausgedacht. Also kommen wir zu meinem Schlachtplan. Buntu wird als Erster ausgeschaltet. Akro beißt ihm ins rechte Hinterbein und Lala beißt sich im linken Hinterbein fest. Mhm. Und was immer geschieht, ihr dürft ihn auf keinen Fall loslassen. Mhm. Was mach ich? Du, mein Sohn, greifst Buntu direkt von vorn an. Und zwar mit den Steinen. Mama, Achtung! Vorsicht, die können kämpfen! Mensch, das war wirklich fantastisch. Wie ihr die Bande fertig gemacht habt, war schlicht und ergreifend großartig. Und Luri? Luri ist zweifellos eine Heldin. Also, so gesehen liegt doch wohl die Lösung ganz klar auf der Hand. Ehrlich? Luri ist eure neue Anführerin. Für mich kommt nur sie in Frage. Was? Meine Mama? Mhm. Aber Vermilion, Luri ist doch eine Frau. Nach dem Dschungelgesetz darf eine Frau durchaus ein Wolfsrudel führen. Luri hat die Kraft dazu. Was also spricht dagegen, dass sie Anführerin wird? Wenn sie Chefin wird, ist sie ja nicht allein. Du wirst ihr mit deinen Freunden Bagheera und Baloo helfen. Nicht zu vergessen Akela, Sura und Akru. Ihr alle werdet sie nicht im Stich lassen. Zuverlässige Freunde sind von unschätzbarem Wert. Das solltest du doch wohl am besten wissen, oder? Wenn man so sieht, wäre meine Mama wirklich ein ausgezeichneter Boss. Da gibt's doch gar keinen Zweifel. Luri ist mutig und ausgesprochen klug und darüber hinaus besitzt sie die Wärme und Güte einer Frau. Sie wird eine prima Anführerin. Und außerdem habe ich ja hier die ganze Verantwortung und kann nicht weg von meinem Rudel. Ohne mich wären die doch alle aufgeschmissen. Ich kann schließlich meine Freunde nicht einfach im Stich lassen. Naja, und Sander ist noch viel zu unerfahren, um das Rudel anzuführen. Am besten, Mowgli, gehst du auf der Stelle nach Hause zurück und sagst zu Luri, Mama, du bist unsere neue Anführerin und da gibt's überhaupt keine Widerrede. Ja, das mache ich. Mhm. Dann hat sie gar keine andere Wahl. Ach, du bist ein Schatz, Vermilion. Thank you.
dieser Rumtreiber nur wieder? Hey, da ist er ja. Aber er ist Mutterseelen allein. Dann hat ihm Vermilion doch tatsächlich einen Korb gegeben. Hallo, Jill, schöner Tag heute. Wieso schön? Wo hast denn du Vermilion gelassen? Wollte der nicht mit? Der ist zu Hause geblieben, aber ich soll euch allen schöne Grüße bestellen. Was? Schöne Grüße? Sei ehrlich, du bist bei ihm mit deiner Bitte auf taube Ohren gestoßen. Wir haben es bloß die ganze Zeit nicht gemerkt. Wie? Was? Warum denn bloß in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah? Was? Halt, warte mal, Mowgli. Hey! Was soll denn das schon wieder bedeuten? Meinst du mich? Natürlich, es besteht gar keine Veranlassung, Vermilion zu fragen. Denn du wirst unsere neue Anführerin. Das ist beschlossene Sache. Moment mal. Was heißt denn hier eigentlich beschlossene Sache? Du hattest mir doch versprochen, Vermilion hier zu holen. Nun hör mir doch erst mal zu, Mama. Ich war ja zunächst auch ganz erstaunt über Vermilions Vorschlag. Ich hab gedacht, ich höre nicht richtig. Das kann doch wohl nicht sein Ernst sein. Aber dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass er recht hat. Ein guter Anführer muss weise, mutig und tapfer sein. Und dass du all diese Tugenden besitzt, hast du uns ja schon bewiesen. Was spricht also noch dagegen? Oh, vieles. Vieles spricht dagegen, Mowgli. Erstens wäre ich mit dieser Aufgabe überfordert und zweitens bin ich nur eine Frau. Aber nach dem Gesetz darf doch auch eine Frau Anführerin werden. Was? Hundertprozentig. Du glaubst gar nicht, wie stolz ich wäre, wenn du Anführerin würdest. Und außerdem werden wir dir alle dabei helfen. Bitte, sag doch ja. Also? Es tut mir leid, Mowgli, aber eine solche Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Wenn ich nur an deinen Vater denke, mit welcher Bedingungslosigkeit er immer nur für das Rudel dagewesen ist. Ich fürchte, das könnte ich nicht. Ach, Mama! Es tut mir wirklich leid, Mowgli. Aber ich fühle mich dieser Aufgabe einfach nicht gewachsen. Vergessen wir es, bitte, Mowgli. Also schön. Das ist gar nicht einfach. Ein Problem. Es ist sogar ein riesengroßes Problem. Aber wir können doch nicht einfach nur rumsitzen und abwarten. Das ist doch auch keine Lösung. Wir sollten uns überlegen, wie wir Luri von ihrem Entschluss abbringen können. Vermilion hat völlig recht, wenn er meint, dass Luri die beste Anführerin für das Wolfsrudel wäre. Und was sollen wir unternehmen, mein Herr? Ich hatte mehr auf deinen Vorschlag gehofft. Wenn ich nicht irre, bist du doch der Typ mit den guten Ideen. Aber die sind dir wohl gerade ausgegangen. Verlass dich bloß nicht immer auf andere. Benutz mal selber deinen Kopf. Aber den hast du ja nur zum Läusezüchten. Warte. Auf was? Das wirst du schon noch merken. Was soll das denn? Das ist doch nicht der richtige Zeitpunkt zum Streiten. Hört auf! Hätte ich doch bloß Vermilion mitgebracht. Wir hätten endlich wieder einen vernünftigen Anführer und du wärst bestimmt auch viel glücklicher, Lala. Ach, das ist halb so schlimm. Wenn mein Papa wiedergekommen wäre, hätte ich mich zwar gefreut, aber andererseits ist sein Zuhause doch jetzt wohl da, wo sein neues Rudel ist.
Hey, was haltet ihr davon, wenn wir mit Opa reden und ihn darum bitten, dass er mit Luri mal ein ernstes Wort reden soll? Das ist eine ausgezeichnete Idee. Und außerdem kriegt Akela so noch mal Gelegenheit, über alles nachzudenken und sich am Riemen zu fassen. Entweder wir kriegen eine neue Anführerin oder aber Akela kriegt neuen Schwung. Wie es auch kommen mag, wir müssen als erstes mit Opa reden. Komm! Ja! Sieht aus, als würde für das Rudel ein neues Zeitalter anbrechen. Gleichberechtigung. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Heute geht es um ein sehr ernstes Thema, zu dem ich gern von euch allen eine ehrliche Meinung hören möchte. Oh. Ist Luri anwesend? Hey, Luri! Ich bin hier. Sehr schön, vorzüglich. Komm doch bitte mal her. Nach vorn zu mir. Also, es geht um Folgendes. Mit dem heutigen Tag werde ich mich endgültig aufs Altenteil zurückziehen und das Rudel einem neuen Chef anvertrauen. Wer soll denn neuer Anführer sein? Da auch noch ein Wörtchen mit zu. Wer soll denn das? Das hat uns gerade noch gefehlt, dass du der Anführer bist. Akela, das kannst du uns doch nicht antun. Euer neuer Anführer wird eine Dame sein und heißt Luri. Was? Also, ich finde das gar nicht so schön. Ich habe mir diesen Vorschlag wirklich lange und gründlich überlegt. Und nun möchte ich euch alle gern um eure Zustimmung bitten. Moment noch. Ich bin völlig sprachlos. Das ist doch eine Aufgabe, für die ich niemals die Verantwortung übernehmen kann. Na ja, das kommt vielleicht für dich ein bisschen plötzlich. Aber ich hielt es nun mal für das Beste, die Angelegenheit so schnell wie möglich zu erledigen. Durch Mowgli und Lala bin ich ja zum Glück immer auf dem Laufenden. Ich bin sehr stolz auf dich, denn wie Vermilion ganz richtig gesagt hat, besitzt du die Weisheit und die nötige Stärke, um das Rudel ganz im Sinne deines leider viel zu früh verstorbenen Mannes Alexander anzuführen. Du wirst eine würdige Nachfolgerin für mich sein. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, unverzeihlich. Aber, Akela, ich... Aber ich... Oh. Luri, vor gewissen Pflichten kann sich keiner von uns drücken. Weißt du, ich bin ja nun ziemlich alt und mein Körper ist wirklich nicht mehr das, was er mal war. Irgendwer muss mich langsam ersetzen. Sag bitte ja. Ich danke dir für das Vertrauen, das du in meine Fähigkeiten setzt, Akela. Und trotzdem, was kann ich denn als Frau schon groß ausrichten? Mir fehlt das Selbstvertrauen. Und außerdem weiß ich nicht, ob die anderen einverstanden sind. Hm. Wir haben demnach zwei Punkte auf der Tagesordnung. Erstens sind wir uns wohl alle darüber einig, dass ich als Anführer abgelöst werden muss. Und zweitens stellt sich die Frage, ob Luri meine Nachfolgerin wird. Wer von euch ist mit dem Letzteren einverstanden? Damit offiziell meine Nachfolgerin. Eine gute Wahl. Gratuliere, Luri. Du kriegst das schon hin. Es liebe unsere neue Anführerin, die liebe Luri, liebe hoch! Wisst ihr, ich freue mich über das Vertrauen, das ihr zu mir habt. Doch es bleibt bei dem, was ich vorhin sagte. Ich bin eine Frau und meiner Kraft sind natürlich Grenzen gesetzt. Das ließe sich aber ausgleichen, wenn ich mich auf eure Hilfe und Unterstützung verlassen kann. Also, würdet ihr mir das versprechen? Auf
Und dann hätte ich noch eine große Bitte. Von mir aus schieß los. Ich hätte dich gern in meiner Nähe. Als Ratgeber. Verstehst du? Ratgeber? Genau. Ich möchte auf deine Erfahrung ungern verzichten. Wir könnten alle von deiner Weisheit profitieren. Wärst du damit wohl einverstanden? Könntest du mich denn tatsächlich gebrauchen? So ein nutzloses altes Klappergestell? Selbstverständlich. Und das Rudel ist auch dieser Ansicht. Bitte äußert euch! Ich danke euch. Eigentlich ist es bei uns ja so Brauch, dass ein ehemaliger Anführer ein toter Wolf ist, den keiner mehr haben möchte. Er kann froh sein, wenn er bloß fortgejagt wird. Auch ich hatte ehrlich gesagt schon mit dem Schlimmsten gerechnet. So will es das Gesetz. Weißt du, ich verstehe nicht viel von solch altmodischen Gesetzen. Ich denke, wenn wir im Dschungel überleben wollen, sind deine Weisheit und deine Erfahrung nicht mit Gold aufzuwiegen. Ich bin der Meinung, dass wir stets zusammenhalten sollten. Wenn wir uns da einig sind, bin ich eure Anführerin. Alexander, sei froh, dass du das nicht miterleben musst. Mich, deine arme, schwache Frau, haben sie zur Anführerin gemacht. Zur Anführerin über eine ganze Horde ungehobelter Wölfe. Aber wart's ab. Ich werde ihnen schon zeigen, wer hier die Chefin ist. Wenn du mir vielleicht ein ganz klein bisschen dabei behilflich sein könntest. Dschungelwelt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Chirkan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier.